Servus Leute, wie ihr dem kurzen Einspieler entnehmen könnt, geht es heute um das Thema 1911er. Das hat auch einen ganz besonderen Grund. Und zwar habe ich mir ein neues Spielzeug geleistet. Eine Original Colt 1911 Gold Cup Serie 70 im Kaliber 45 ACP. Papa wird erwachsen. Ich möchte dies zum Anlass nehmen, weil ich ja bislang bereits eine Serie 70 1911er habe, allerdings im Kaliber 9mm Para und eine, und es ist eine Standard 1911er, keine Gold Cup National Match. Und da möchte ich ganz kurz drauf eingehen, wo sind die Unterschiede, und habe dazu noch ein weiteres Modell hier liegen, welches wir für ein Mitglied aus unserer SLG zum Testen dabei haben, also mitgenommen haben. Und zwar eine Gold Cup Serie 80 im Fall die Kaliber 45 ACP. Und wo liegen zwischen 70er Serie und 80er Serie die Unterschiede? Und da würde ich sagen, steigen wir direkt ein. Und zwar fangen wir an, ihr kennt sie ja bereits, meine ganz normale Serie 70 9mm, sie ist leer. Kann man das lesen? Das ist jetzt eine Colt MK4 Serie 70 Kaliber 9mm Para. Das ist ein sogenanntes Government Model. Ein Government Model ist bei Colt die Bezeichnung für kommerziell gefertigte Waffen, die also nicht originär für die dienstliche Verwendung konzipiert sind. Das heißt, sie sind eigentlich mehr für den zivilen Bereich, Selbstschutzbereich, Jagd, Sport und so weiter. Ausgeliefert wurde diese hier seinerzeit mit der standardstarren Visierung, das kleine Armee Mini-Kimmel und dem kleinen Bumpkorn vorne. Aber wie ihr wisst, Kollege Zindel hat sich hier ein bisschen ausgetoben, hat mir eine verstellbare Visierung drauf gemacht und einen anderen Abzug eingebaut etc. Das heißt, die entspricht ja nicht mehr so, wie sie ausgeliefert wurde. Aber egal. Jedenfalls haben wir hier, wie gesagt, Serie 70 MK4 in 9mm Para. So, dann haben wir hier, auch seht ihr wieder, ist leer. Das ist jetzt die 70er Serie Gold Cup National Match im Kaliber 45 ACP. Wo liegt jetzt zwischen einer Serie 70 normal, weil es gibt ja die 9mm auch als 45er, und der Gold Cup? Nun, wir haben bei der Gold Cup, erster Punkt ist, wir haben die Eliasson verstellbare Visierung hinten, die also in den Schlitten eingelassen ist, und man sieht auch obendrauf entgegen, wir haben auch diese Visierschiene haben wir auf der Gold Cup mit drauf, die bei der normalen Version nicht mit drauf ist, sprich dieser Bereich hier, der abgeflacht und geriffelt ist, um halt auch ein bisschen Flimmern etc., Spiegelung und so weiter zu reduzieren und zu verhindern. Dann haben wir vorne ein sauber montiertes, ich nehme an, das ist hat gelötet oder gepresst, keine Ahnung, jedenfalls ein höheres Korn als beim normalen. Wir haben einen Matchabzug mit Trigger Stop und entgegen der Standard hat innen drin, in der Mechanik selber, sprich im Sear, der Serie 70 Gold Cup ist ein kleines Blech mit drin mit einer ganz kleinen Feder, die wohl Vibrationen im Abzug reduzieren oder unterbinden soll. Ich habe bis jetzt mit der hier nur 5 Schuss gemacht, morgen geht es wieder ins Training, da werde ich ein paar mehr Schuss machen, da werde ich sehen, wie diese sich grundsätzlich schießt, aber bis jetzt die 5 Schuss, die ich gemacht habe, die macht richtig Laune zu schießen. So, ansonsten, wir haben hier entgegen dem normalen einen etwas größeren Beavertail hinten dran, allerdings keinen Sport-Beavertail, aber ein bisschen größer, um einfach zu verhindern, dass man diesen sogenannten Hammerbite bekommt. Das heißt, wenn der Hahn gespannt wird, nach hinten geht, dass er anfängt, hier hinten die Haut einzuklemmen, was bei der Ur-1911er gerne mal der Fall war. So, dann haben wir hier, auch wieder leer, Colt MK4 Serie 80 Gold Cup National Match. So, wo haben wir hier jetzt Unterschiede? Nun, im Vergleich zur 70er Serie, wir haben die gleiche Eliasson-Visierung drauf, das gleiche Korn, wir haben den gleichen Abzugszündel mit Triggerstop drin, wir haben allerdings hier den Sport-Beavertail, das heißt den großen Beavertail, um die Handlage
besser zu positionieren. Und was die Serie 80 hat gegenüber der 70er, ist, sie hat als, glaube ich, die einzige Serie von Colt eine Schlagbolzensicherung. Diese Schlagbolzensicherung ist nicht so wirklich beliebt. Sie lässt sich deaktivieren, indem man halt die Bauteile wohl entfernt und das eine oder andere noch an der Waffe verändert, was nur durch den Büchsenmacher gemacht werden darf. Kann aber dazu führen, dass der Abzug ein bisschen kriecht und krabbelt. Muss aber nicht. Also das, was ich jetzt hier bei der hier spüre, ist, die geht knochentrocken. Also ein super Abzug, muss ich ganz ehrlich sagen. Genauso wie bei meiner 70er auch. Und entgegen meiner zum Beispiel jetzt hat die 80er noch einen Commander-Hammer drauf und nicht den Spornhammer. Das ist im Grunde genommen Kernunterschied zwischen 70er und 80er Serie Gold Cup. So, das ist eigentlich so ziemlich alles. Mehr gibt es dazu nicht wirklich zu sagen. Ansonsten meine, wie gesagt, Kaliber 45 ACP. Das ist schon ein gewisser Unterschied, wenn man jetzt die 9 mm und die 45er mal nebeneinander hält. Das ist schon nett. So. Und wie gesagt, das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Ich freue mich auf jeden Fall auf morgen, dieses Baby auszuführen. Bin gespannt, wie sie sich mal mit ein paar Schuss mehr als nur 5 schießen lässt. Ich gehe mal davon aus, sie wird gewohnt 1911er sehr gut schießen. Und man merkt es auch. Also da rappelt nicht viel. Der Lauf sitzt richtig schön pickelfest da drin. Also das Ding, das ist einfach nur geil. Und allein die Colt 45er Drohwirkung. Ich kann das schon verstehen, warum die Leute vor so einem Ding mehr Angst haben als von einer 9 mm. Allein die Mannstoppwirkung ist schon ziemlich knackig. So, in diesem Sinn, ich denke mal, ich werde über kurz oder lang werde ich nochmal ein Internal-Video machen, also sprich zerlegen etc., wobei die sich jetzt nicht von den normalen 1911ern groß unterscheidet, außer wie gesagt bei diesem kleinen Bereich mit dem Sear. Und aber dann schauen wir einfach mal. Aber ansonsten, ich kann dieses Teil eigentlich nur wärmstens empfehlen. Sie ist bei Igan und im Gebrauchtwagenmarkt eigentlich sehr gut zu erhalten. Colt hat sie auch neu aufgelegt, die Gold Cup. Nennt sich aber heute nicht mehr National Map, sondern Gold Cup Trophy. Und sieht mehr wie diese hier mittlerweile aus. Also sprich mit einer normalen LPA-TAT-Kimme hinten drauf. Abzug natürlich überarbeitet und. Ist aber auch durchaus ein sehr schönes Teil und ich denke mal, die wird auch gehen wie Gift. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal. Ciao.